So, er nimmt auf. Ein bisschen rumverrenken, bevor das hier losgehen kann. Ein bisschen rumkröchen. Hallo? Meine Güte, dass mein Handy immer meinte, das hätte den Stromverbrauch von, ich weiß nicht was, vom Kraftwerk. Wo ist eigentlich meine Brille, die ich gerade auf meinem Schädel hatte? Zack, Brille auf. E6, das ist natürlich, vielleicht kann ich das da so hinlegen hier. Französisch. D4. Beziehungsweise E4. Das Problem von diesen Teilen ist, also vielleicht sollte ich mal ganz von vorne anfangen. Ich habe einen Gegner gefunden. Und zwar in der Stadtbibliothek war ich. Die haben da WLAN. Ich weiß einfach nicht, wie ich mein WLAN hier einschalte. Und da habe ich hier so ein Schachprogramm runtergeladen. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal die Unkosten antun und mir Chess Genius runterladen. Weil das gibt es ja auch für Smartphone. Springer F6. Das Teil stellt sich nur mal so schnell aus. Es ist am Gerät, am Computer angeschlossen. Also zieht den Strom aus dem Computer. Tut aber so, als wäre das so unfassbar ressourcenfressend hier. Als wäre die Batterie in 2 Minuten leer. Es sieht hübsch aus, muss ich ehrlich sagen. Da kann man nicht meckern. Das Problem ist nur, ja, vielleicht gleicht sich das ja dadurch aus, indem es hier Porsche SE aus dem Buch boxt. Das hat ein unglaublich schlechtes Eröffnungsbuch. Das finde ich ein bisschen schade. Weil so wenig RAM-Speicher kann das Smartphone hier auch nicht haben. Das Lumina von Nokia. Dass der hier gar kein Eröffnungsbuch hat. Man zieht E4 und er zieht Springer H6, weil er out of book ist. Springer schlägt D3 with check. Zack. Mal ein bisschen den Ton mal ein bisschen lauter machen. Ja, nach kurzem Überlegen. Weiß, Pursches, nimmst du mal. Man hätte auch überlegen können mit dem Bauern. Theoretisch. Ich glaube, der Bauer ist dann wohl eher mäßig. Ja, das hat ein bisschen Alchin-artige Strukturen. Würde ich mal sagen. Wie sieht aus wie Springer E4, Springer F6, E5, Springer D5, jetzt C4. C4, Springer B6. Dann sieht das ein bisschen so Alchin-mäßig aus. Diesem E6 auch. Ist halt ein bisschen passiv. Springer B4. Das Smartphone spielt übrigens auf der Spielstufe Meister. Denn ich vermute mal, eine niedrigere Spielstufe brauche ich erst gar nicht antreten lassen hier. Die Grafik ist hübsch. Von dem Smartphone. Das sieht halt all, ja. Wie man es halt von einem Schachprogramm erwarten kann. Ist halt ein 2D-Brett, das ist ganz klar. Hat eine hübsche Grafik, die ist auch, ist noch nicht grobkörnig oder so, gefühlt. Ja gut, das ist halt so ein Mini-Bildschirm. Der würde, glaube ich, auch, ja, 720p schon episch wirken. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Full HD ist. Dafür ist das, ist der Bildschirm auch einfach zu winzig, um jetzt da Unterschiede zu erkennen zwischen den Auflösungen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Auflösung mein Smartphone hat. Sieht natürlich jetzt nicht so gut aus für Schwarz. Ja, wohin denn? Springer B8? Springer A5 ist ja Tolux wegen B4. B4, Springer B3. Aber ich weiß nicht. Der Springer hat am Rand nur dann eine Perspektive, wenn er nach B7 kann. Wenn jetzt also als nächstes B6 käme und dann auf B4 Springer B7. Was hat hier Super Pushes gezogen? Springer BD2. Ja, das droht jetzt natürlich schon B4. Jetzt muss der Springer schon irgendwie was machen. B6 beispielsweise. D5 schlägt. Die Frage ist hier. Ah ja, er hat Springer C6. Also wenn jetzt B4 sofort kommt, kommt Springer C6.
Deswegen schlägt Purchase erstmal zurück. So. Was ich sehr schön finde an dem Smartphone ist, dass ich meine Züge mit einem wirklich, wirklich sehr guten Touchscreen ausführe. Das finde ich sehr schön. Dagegen ist hier von meinem DS der Touchscreen der reinste Rotz. Obwohl ich schätze mal, das wird damals wohl auch so um die 600 Schleifen gekostet haben, das Handy. Die waren ja, sind ja recht teuer. Jetzt sieht er aber wirklich schlecht. Jetzt könnte Läufer G5 muss er, glaube ich, jetzt ziehen. Das muss kommen. Läufer G5 und dann Läufer H6, wenn er nicht geschlagen wird. Bei Läufer F8, genau. Läufer F8 ist ja wohl keine Alternative. Springer G5 schlägt, Dame G5 schlägt, ja, Springer E4. Würde den Bauern auf C5 gewinnen. Genau, er schlägt. Ich frage mich auch, warum. Das ist natürlich ein Freeware-Programm, was ich hier gerade spielen lasse mit Schwarz. Aber ich frage mich, warum der so schnell zieht. Man hat. Die Stufen sind eigentlich alles, was man einstellen kann. An diesen Freeware-Programm. Was anderes kann man gar nicht einstellen. Rochade. Jetzt war auch die Download-Geschwindigkeit nicht gerade so schnell. Das waren gefühlt 10 Minuten. Das war nur 10 MB oder was das gehabt hat hier. Das waren gefühlt, war das aber, als wären das 500 MB gewesen. Wenn ich das jetzt mit meiner Geschwindigkeit hier vergleiche, die ich jetzt zu Hause habe beim Download. Ja gut, jetzt hat er C6 für den Gaul. Er will Springer E4 verhindern, was den Bauern kosten würde. B4, da muss wohl sofort genommen, da muss genommen werden. Logischerweise, C5 schlägt B4. Ist hier, ja, der Zug der Stunde. Und dann Springer C6. Genau. Wir haben zwar hier ein Freeware-Programm, aber wir haben, ich hoffe mal, nicht so ein schlechtes wie die grottigen Programme, die ich hier schon mal hatte. Und das Runterladen ging so schnell. Man, zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich bei einem Smartphone diesen Programm nicht das Gefühl gehabt habe, ich würde mir den ganzen Rattenschwanz vom Programm mit runterladen. Dann kommen ja ganz gerne diese Virenscanner etc. pp. Die kommen dann auch um die Ecke und ich will auch mit und ich will auch mit. Und die werden dann gnädig dann sofort installiert etc. Das ist hier Springer E5 schlägt, Turm E1 und dann hast du nicht gesehen und F4, naja, geht nicht. Deswegen Springer D4. Ja, ist schon Gadi. Die Dame C4. Ja, Dame E5 schlägt ist ja überhaupt nicht möglich. Aber dadurch hat. Ach, ich muss ja jetzt sehen, Dame C4. Dadurch hat jetzt hier XYZ, hast du nicht gesehen, Schach, ich weiß nicht, wie man Smartphone Schach heißt. Das wunderbare Feld E6. E6 ist doch, meine ich zumindest, für einen Springer ein sehr schönes Feld. Springer E6. Was? Achso, er kann ja gar nicht Turm E1 ziehen. Er hat das Feld ja gar nicht. Aber Läufer B2. Warum nimmt er den Bauern? Ist er doof? Ach, Läufer B2, Springer Schach. Achso. Also ich würde doch jetzt hier mit. Ja gut. Das wäre jetzt aber ein ganz schönes Ei, was er sich gelegt hat. Da kann den Turm ja gar nicht nehmen, wegen damit C8 schlägt. Turm B8. Ja, da fragt man sich, ob das nicht eher günstiger für Schwarz war, dass er den Zentralbauern bekommen hat. Aber, ja. Hast du nicht gesehen, Schach auf dem Smart, auf dem Nokia? Sollte mal allmählich irgendwann doch mal auf die Idee kommen, dass es vielleicht keine so schlechte Idee wäre, die Rochade anzustreben. Jetzt muss wohl Springer Schach kommen, das ist hier alternativlos. Der König wird wohl in die Ecke ziehen. Vielleicht gibt er auch die Dame, mal abwarten, mal Purchase die Chance zu seinen Fehlern geben. Obwohl ich den. Dann muss er aber rochieren. Nach die Dame ist angegriffen. Fuck. Dame B2 schlägt, muss kommen. Das sieht ganz schlecht aus. Ich glaube, das ist schon total verloren. It's totally lost. Es droht jetzt der Springer. Ja, gut. Ja, die Dame ist angegriffen.
Die muss ja ziehen. Sonst hätte ich ja gesagt, es könnte ja irgendwas oder Dame E6 muss wohl kommen. Mit den Ideen, dass Springer G3 Schach auf Turm E1 den Turm kostet. Deswegen würde ich mal sagen, Dame D6 schlägt. Jetzt geht's aber los hier. Ha. Das ist immer so bedauerlich, wenn man. Warum überlegt er nicht mal ein bisschen länger hier? Dann noch Läufer schlägt G7, da wird immer besser. Ja gut, das hat noch einen logischen Sinn. Er versucht zu verhindern, dass. Also nicht gesehen, Schach hier rochieren kann. Das sieht ja ganz schön mies aus für Schwarz. Meine Güte. Das ist natürlich das Problem, wenn die Freeware-Programme so schnell aus dem Buch sind. Ich muss mal gleich mal bei den Optionen nachgucken, ob es die Option gibt, nicht ein minimalistisches Buch zu haben. Das kann es doch nicht sein. Was haben wir denn hier? Mann, ich habe gleich gesehen. Er zieht mit der Dame dazwischen. Boah, ist eh kaputt. Das ist doch damals auf dem C64 gab es doch auch so Schachprogramme. Die hatten jetzt nicht die Brüllerbücher, aber die hatten noch zumindest nach E4, da hatten die doch wenigstens da noch Theorie. Da haben die, keine Ahnung, E5 oder so gezogen und waren noch im Buch. Und haben nicht erstens E4 gezogen, waren out of book nach einem Zug. Das ist natürlich. Man kann ja sagen, jede Theorie hat einmal ein Ende, aber nicht nach einem Zug. Ein nicht vorhandenes Eröffnungsbuch, das ist natürlich total gurkig. Und das ist wohl jetzt total verloren. Ich glaube, die Freeware-Programme, ja, die. Man kann selbst dagegen spielen, für Lutti. Aber so, man muss halt sagen, was ist, die taugen nicht so viel. Ich muss gleich wirklich mal gucken, ob da wirklich kein Buch vorhanden ist. Das ist jetzt total verloren. Der Turm auf B8 ist nicht deckbar. D6 fällt einfach. D7, D5. Wer hätte diesen Zug denn nicht vermutet? Warum haben sie denn D5 gezogen? Weil Baum. Naja. Das Peinliche ist, dass das Smartphone auf Meister spielt. Das finde ich so peinlich. Also mein Smartphone muss mindestens mehr drauf haben, ja, was soll man sagen, wie ein 386er. Da schlägt der Turm irgendwas und hat sie nicht gesehen, was ist denn gefolgt? Turm G4 ist gar nicht geschlagen. Der Turm hat einfach nur G4 gezogen, weil Baum. Ach Mann. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da irgendwelche Mats schon möglich sind. Ja, jetzt zieht der Bauer vor. Das droht schon. Ne, du doch nicht auf der Matt. Nee, das war gar nichts. Ich muss mal gucken, ob ich aus. Ich habe da auch keine Option gesehen, wo man das. Normalerweise muss man in Optionen, wenn vorhanden. Ja, erstmal das Buch ausschalten. Das heißt, das Buch ist in der Standard-Einstellung eingeschaltet. Ich habe noch keinen Schachcomputer gesehen, bei dem ich erstmal das Buch aktivieren muss. Wenn, dann muss man es eher deaktivieren. Da ich jetzt auch keine SIM-Karte in meinem Smartphone habe, das habe ich eigentlich gar nicht zum Telefonieren geholt. Was mache ich denn hier? Trink doch mal ein Bier. Was ist denn gekommen? König C8? Ich meine nicht, dass das auch irgendwie wichtig wäre, welche Züge da gekommen wären. Die Stellung ist da so miserabel, da spielt es keine Rolle mehr. Hat er hier einen Zug gemacht? Der Pursche ist? Springer F3, Pursche ist vor dran. Partie ist schon so spannend hier, da weiß ich dann noch nicht mehr, wer dran ist. Dadurch, dass Pursche es auch nicht gerade so fantastisch bei der Sache ist mit dem akustischen Signalisieren seiner Züge. Ups. Ja, und ich schätze mal, hast du nicht gesehen, Gedönsschach, mir fällt einfach der Name nicht ein von dem Teil hier, sieht auch schon, dass das total verloren ist und spuckt schon freiwillig die Figuren. Möchte seinem Ende ein Ende setzen oder der Partie ein Ende setzen.